Und ja, angreifen solltest du, Ezio. Ach komm, scheiß drauf. Mann! Das hätte jetzt fast geklappt. Und du, und du, und du, und du, und du, und du. Und du. Ey, ich hab dich doch verteidigt. Dankeschön. Und nächster, 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 nächster. Ja, komm. Bam, bam, bam. Komm her. Ja, komm. Oh, hat er mich gerade erwischt. Der ist schnell. Hey. Moment mal. So ein Dolch habe ich auch. Ah, wusste ich doch, dass das klappt. Nein, ich wusste es nicht. Ich habe es einfach nur ausprobiert. Alles voller Leichen. Grabbel, grabbel, grabbel. Was will ich denn mit den ganzen Wurfmessern, wenn ich keine werfen darf? Oh. Der hat sogar eine Panzerunterhose hier. Auch schöne Sterbepose. Grabbel, grabbel, grabbel. Oh, nur 3 Florin. Der Arme hatte nichts bei sich. Was kann ich hier machen? Ich glaube, ich hätte die auch nicht umbringen müssen. Ich glaube, ich wäre da auch so irgendwie durchgekommen. Ja, vielleicht irgendwie auseinander. Naja. Oh ja, wurscht. Ui, was ist das denn? Was ist das denn? Ein Türchen. Oho. Templertreffen betauschen? Et benedictio Dei omnipotentis, patris et filii et spiritus sancti, descendat super vos et maniat semper. Grazie, padre. Bernardo? Alles da. Schwert, Knütte, Äxte, Rüstung, Bögen. Unseren Leuten wird nichts fehlen. Das Geschenk ist wohl die Zustimmung des Papstes. Er gab der Aktion seinen Segen. Solange niemand getötet wird. Für den Duomo morgen früh ist alles bereit, Signore. Der Köder ist gelegt, auch wenn es nicht leicht war. Sein dummer Bruder ändert ständig die Pläne. Si. Wir müssen aufpassen, damit Giuliano morgen auch aufsteht, um in die Kirche zu gehen. Was ist denn, Jacopo? Glaubt ihr, dass sie etwas ahnen? Unmöglich. Die Medici sind zu arrogant oder zu dumm, um etwas zu merken. Wahrscheinlich beides. Unterschätze unsere Feinde nicht, Francesco. Oder hast du schon vergessen, wie dein Sohn umgebracht wurde? Dieses Mal gibt es keine Überraschungen, Maestro. Doch. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ich sollte dann los. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Rom zurückkehre. Meine Herren, morgen scheint eine neue Sonne über Florenz. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Oh. Okay, die Templer wollen anscheinend die Medici-Familie mal wieder überraschen. Das konnten wir das letzte Mal... Sieh dir die Statue an. Sie ist identisch mit der in der Villa Auditore. Schnauze schon. Du hast wohl eines der Assassinengräber gefunden, von denen Ezios Onkel sprach. Kisten mit Gold. Da wir nun den Eingang kennen, markiere ich die Orte mit Gräbern in der Datenbank. Das kannst du jetzt, weil wir wissen, wo ein Grab ist. Ja. Logisch. Na, dann machen wir ihn mal auf. Mal gucken, was drin ist. Schön mumifiziert. Das ist ein bisschen unlogisch. Ich nehme ja an, dass die alle aus dem arabischen Raum stammen. Warum die alle in Italien begraben liegen? Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Na gut, vielleicht sollte ich da wirklich mal ein bisschen recherchieren. Novellas. Novellas. Irgendwas Geheimnis. Das wir eben so gelüftet haben. Und wir haben eine Aktion beendet. Juhu! Es wird Nacht.
Und wir kommen aus der Kanalisation gekrochen. Schi. Geht so, du dummer Deckel. Ich weiß, wo und wann ich Francesco finde. Aber... Was ist denn? Ich habe etwas gehört. Sie haben Waffen, genug für ein ganzes Bataillon. Sogar der Papst unterstützt sie. Das ist typisch für Sixtus, aber... Was zur Hölle planen sie? Ich konnte nichts Genaues verstehen, aber es geht um die Medici. Und es beginnt morgen früh am Duomo. Die Medici gehen dort alle zur Sonntagsmesse. Gemeinsam mit fast ganz Florenz. Sie werden es genau während des Hochamtes tun. Doch das gibt mir die Gelegenheit, in der Masse unterzutauchen, nah ranzukommen und alles aufzuhalten. Wenn Sie Erfolg haben, wenn wir Lorenzo verlieren und Florenz an die Pazzi fällt... So weit wird es nicht kommen. Ich verspreche es. Ich hoffe, ihr behaltet recht. Da ist ein richtig großer Deal am Laufen. Und ich würde sagen, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Aufnahme zu beenden. Wir plündern noch eben dieses Schiffchen. Also wir plündern dieses... Jetzt hat... Schiffchen! Ich weiß nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme von Let's Play Assassin's Creed 2. Und dann werden wir schauen, dass wir die Medici beschützen. Tschüssi! Hui! Und da sind wir schon wieder. Und damit sage ich herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 2. Was gibt es zu tun? Was haben wir noch nicht getan? Was können wir denn noch tun? What is this? Assassinengrab. Waren wir denn nicht schon in einem? Ich muss mich gerade mal Erinnerungsanfang, Kurierauftrag, ich würde sagen Aussichtspunkt und dann zum Erinnerungsanfang, oder? Wie seht ihr das? Ja, ihr seht das genauso. Sind wir uns einig? Schön ist das. Ich wollte gerade die Assassin's Creed Folgen, die ich beim letzten Mal aufgenommen habe, schneiden und... Huch, Entschuldigung. Und da ist mir aufgefallen, dass es doch gar nicht so viel war, wie ich dachte. Ich dachte, da kann man irgendwie so... Das wären 6 Folgen mindestens gewesen. Dabei waren es gerade mal 4,5. Deshalb dachte ich mir, nehme ich doch noch was auf und rendere das dann alles zusammen. Und ein weiterer Grund. Letztes Mal, vielleicht tue ich den nochmal irgendwo in die Outtakes oder so. Habe ich ja, als ich Assassin's Creed anfangen wollte zu spielen, Assassin's Creed 2, musste ich ungefähr 5 Minuten lang Uplay synchronisieren. Und habe dann angefangen, einen Uplay Synchronisier doch bitte Song zu singen. Entschuldigung, von dem ihr, glaube ich, in der ersten, vor 4 oder 5 Folgen den Schluss noch mitbekommen habt. Ja, und damit ich diesen Song nicht wieder singen muss, habe ich jetzt recht zeitnah noch eine zweite Assassin's Creed 2 Aufnahme gestartet. Damit Uplay hier nicht wieder 10 Stunden synchronisiert. Das ist nämlich ein bisschen nervig. Ja, und sonst so. Des Weiteren will ich jetzt Leute abschlachten, weil ich mich gerade unglaublich über diverse technische Sachen aufgeregt habe. Ja, ich bin technisch irgendwie ein bisschen unbegabt. Was Handys und Smartphones und den ganzen Rotz angeht. Ja, okay, Computer auch, ich geb's zu. Ich habe am Anfang nicht mal gecheckt, wie man hier mit meiner neuen Tastatur einen Screenshot macht. Ja, ich... Genug von meiner Unfähigkeit. Schauen wir uns lieber ein wenig um. Schön. Draußen wird's gerade dunkel und hier im Spiel ist es so schön hell. Da bekommt man doch irgendwie wieder Lust auf den Sommer. Obwohl, da ist es dann immer so warm. Und wenn man dann drin sitzen muss und irgendwas arbeiten oder so, dann... Oh. Hör auf zu singen! Mach mich nicht aggressiv! Ich will doch nur einen Schatz. Und Ezio, hör auf, hier so rumzuschreien. Das war doch nur ein kleiner Sprung. Du hast doch schon viel mehr erlebt. So aus 50 Metern Höhe. Einfach mal Freifall auf den Boden. Geh doch auf den Boden zurück! Auf den Boden! Klammeraffe. Nein. Weg mit dir. Ich mag diese Singmenschen nicht.
Troubadoure, Trabadaben, wie heißen die eigentlich? Ich will die nicht immer Singmenschen nennen oder Nervenbündel oder Nervensägen. Lauf, Ezio, lauf! Dum, dedum. Oh, der sieht ja schick aus. Hallo, dürfte ich fragen, wo du deine Rüstung her hast? Hey! Hallo, lasst mich! Was seid ihr denn für? Mann! Okay, ich hab's wieder, aber trotzdem, ich wollte doch nur fragen. Und ich finde irgendwie gerade, warum bin ich denn jetzt zum Assassinengrab gerannt und nicht zum Ausruf jetzt? Ja, zum Glück ist das nicht so weit voneinander entfernt. Ja, endlich. Verhindern, dass die Verschwörer die Medici-Familie angreifen. Ach, das sollten wir tun. Ja, gerne doch. Francesco de Pazzi finden. Okay. Ich glaube, er ist irgendwo hier. Lauf, Ezio, lauf. Vielleicht da, wo die Menschen alle hinstarren. Das könnte sein. Das könnte durchaus sein. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Geht mal auf die Seite. Lasst mich mal durch. Dort sind Lorenzo und seine Frau. Da ist Giuliano, Lorenzos Bruder. Mit seinen zwei Frauen. Wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Oh. Ich glaube, der ist... Giuliano, nein! Sollten wir vielleicht nicht langsam mal eingreifen? Im Namen Gottes, ich flehe euch an Ungnade! Keine Gnade für dich, du räudiger Hund! Stirb, stirb, stirb! Ezio! Tu doch mal bitte was! Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo! Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen! Abschaum! Mörder! Ezio, to the rescue! Oh nein, noch nicht die! Das hast du dir selbst zu tun! Nein, 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 nein! Stirb einfach! Bitte. Nein, nein! Ich muss dahinter! Stopp mal kurz! Ah, lass mich doch mal hier ganz kurz durch und so. Ah, muss ich die jetzt echt alle niederprügeln? Ah, Lorenzo, verteidige dich mal noch ein bisschen. Ich komme hier gerade irgendwie nicht durch. Oh, das gibt's doch nicht. Wie blöd kann man sich denn schon wieder anstellen? Ich habe schon ewig kein Assassin's... Doch, ich habe eigentlich Assassin's Creed erst vor kurzem gespielt. Das kann's doch nicht geben, dass ich schon wieder... Ja, den auf den, 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 auf den. Ja, los. Und zack, boom, drauf. Oh, echt, wie schnell man das verlernt mit dem blöden Kämpfen. Jetzt nicht in diese Richtung, Ezio. Falsche Richtung. So, du bist weg. Und jetzt noch du. Lorenzo, du packst das, ne? Ich brauche hier noch ein bisschen. Ja, jetzt habe ich den richtigen. Komm, komm, komm. Lass dich töten! Nicht der hinter uns. Oh, jetzt haben wir wieder den anderen anvisiert. Jetzt hat und drauf. Nein, ist der jetzt abgehauen. Na, oh, ich hab's doch gleich. Ja, Lorenzo, verteidige dich mal noch ein bisschen. Wäre nett, wenn du das machen würdest. Oh, jetzt lass dich doch mit deinem blöden Hammer. Lass dich doch einfach nur... Jetzt hat. So, noch irgendwer... Haut zu und weg mit dir. Jetzt noch den da hinten. Oh, wir haben ja selber nicht mehr so viel Leben. Weg.